Achtung bitte, dies ist ein Sicherheitshinweis. Bitte lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt stehen. Vielen Dank. Herzlich willkommen auf diesem Flug nach Palma de Mallorca. Zusammen mit dem Cockpit der SU4 Martin Janssen und Hilbert Einer sind wir bereit, sich schneller als möglich nach Palma zu fliegen. Ich hatte dort einen sehr schönen Tag, Temperaturen über 30 Grad. Wenn wir landen, wird es immer noch angenehm sein, Temperaturen um die 27, 28 Grad. Mehr Informationen über die Strecke und das Wetter dann, wenn wir in der Nähe von Palma sind. Und jetzt sind wir auch gleich so weit, um den Triebwerken anzulassen. Nichtsdestotrotz gibt es im Moment überall das Problem, dass natürlich Personal fehlt, auch bei der Flugsicherung und andere Stellen. Und die Startfreigabe erwarten wir erst in ungefähr 30 Minuten. Wir hoffen einfach eine Verbesserung und die kriegen wir nur, wenn wir dann völlig fertig sind mit den Türen geschlossen und wir uns dann sogenannt ready melden beim Turm. Und dann schickt der Turm eine Nachricht nach Eurocontrol in Maastricht aus, die vergeben all die sogenannten Abflugzeiten. Und wenn ein anderes Flugzeug dann nicht rechtzeitig fertig sein sollte, kriegen wir dann den Slot und springen dann ein und fliegen ihn dann so schnell und sicher möglich nach Palma de Mallorca. Wie gesagt, wir hoffen auf eine Verbesserung und melden uns dann gleich startbereit und ich halte die auf dem Laufenden. Alles gesprochen. Wir haben uns erklärt, woher hier die Verspätung jetzt heute kommen. Die Flieger werden am Boden gehalten, weil im Moment viel Wetter über die Alpen ist und schränkt natürlich die Anzahl von Flugzeugen, die jetzt drüber fliegen können, ein, müssen alle das Wetter ausweichen und schränkt die Kapazität ein. Halten deswegen die Fliege erstmal am Boden und sobald da jetzt eine Lücke in der Reihe auftaucht, sind wir dann auch dran. Nichtsdestotrotz müssen wir uns noch gedulden und auf jeden Fall die nächsten 30 Minuten nochmal abwarten. Ich hoffe auf eine Verbesserung und manchmal gibt es auch noch schon eine Verschlechterung, aber wir hoffen auf eine Verbesserung. Die Hoffnung stirbt zuletzt. 9 von 10 Mal ist eine Verbesserung und warten wir. Der andere Grund noch ist Personalmangel bei Karlsruhe und München Radar, aber das ist der geringe Einfluss, Haupteinfluss jetzt auf die Verspätung ist das Wetter über die Alpen. Das
willkommen auch nochmal seitens der Kabinenbesatzung auf unserer Boeing 757 auf unserem gemeinsamen Flug jetzt nach Palma de Mallorca. Unsere Flugzeit wurde mit 2 Stunden berechnet. Weitere Informationen über den heutigen Flug erhalten Sie nach dem Start von der Cockpitbesatzung. Bitte vergewissern Sie sich jetzt, dass Sie gut und sicher angeschnallt sind und ziehen Sie Ihren Sicherheitsgurt fest. Mein Name ist Michaela Elbert und gemeinsam mit meiner Crew wünschen wir Ihnen heute einen angenehmen Aufenthalt hier bei uns an Bord. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome on your conduct flight to Palma de Mallorca. Our flight time will be 2 hours today. Further information about today's flight will be given by our flight deck crew after takeoff. Please make sure that your seatbelt is securely fastened and pull it tight. My name is Michaela Elbert, and together with my crew, we wish you a pleasant stay on board. Handgepäck sicher unter Ihrem Vordersitz oder in dem Gepäckfach über Ihnen verstaut ist. Das schwerste Gepäckstück ganz hinten. Notausgangsreihen, Gänge und Bereiche vor Trennwänden müssen zur Einnahme der Schutzhaltung auffordern. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gurt fest geschlossen ist und tief auf Ihren Hüften sitzt. Stellen Sie dann die Füße leicht aus. Sollte es zu einem Druckverlust kommen, entfernen Sie zunächst Ihre medizinische Maske und setzen Sie dann die Sauerstoffmaske auf. Vielen Dank. Ladies and gentlemen, thank you for your attention. We would also like to point out that your own alcohol brought on board may not be consumed. If the cabin air supply fails, please remove your medical mask before you put on the oxygen mask. Thank you. Tolle Deals für Sie zusammengestellt.
zum Beispiel ein Sandwich-Deal, wahlweise mit Käse oder Truthahn-Salami mit einem Softdrink Ihrer Wahl. Für nur 7,50 €. Wenn es etwas Süßes sein darf, haben wir unseren leckeren Coffee-Deal, ein Schokomuffin, ein White Cheesecake Donut oder ein Schokocookie mit einem Starbucks-Kaffee oder Tee für nur 5,40 €. Wenn Sie Lust auf eine Karamellwaffel haben, zusammen mit einem Starbucks-Heißgetränk für nur 5 €. Oder warum nicht schon mal den Urlaub mit einer Tapas-Variation starten? Bieten wir ihn auch als Deal an mit 2 Softdrinks oder einem Wein, einem Sekt oder einem Prosecco für nur 12,50 €. Wenn Sie Lust auf einen kleinen Riegel haben, dürfen wir Ihnen einen Porridge-Pocket-Riegel anbieten, ideal für unterwegs oder als kleinen Snack für zwischendurch. In den Sorten zimtiger Apfel oder dreierlei Beeren für nur 2,50 €. Schauen Sie mal in die Karte, vielleicht ist etwas Leckeres, Tolles für Sie dabei. Suchen Sie sich was Schönes aus. Wir sind in Kürze bei Ihnen. Sollten Sie Fragen oder Wünsche haben, zögern Sie bitte nicht, uns jederzeit anzusprechen. Bitte beachten Sie auch, dass wir ausschließlich bargeldlose Zahlung akzeptieren, also alles an EC oder Kreditkarten. Ja, guten Appetit und weiter einen angenehmen Aufenthalt hier bei uns an Bord. Ja, für euch vergessen das Wetter noch. Jetzt wird es
Informationen habe ich hier vor mir. Im Moment 28 Grad Celsius gemeldet, ziemlich stark drückt und sonst kein Wind gemeldet gerade. Ja, wie gesagt, dann wünsche ich euch schon mal einen schönen Urlaub und wir freuen uns natürlich, Sie auch möglich dann wieder bei uns an Bord begrüßen zu können. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Herzlich willkommen auf dem Flughafen von Palma de Mallorca. Bitte bleiben Sie hier mit uns noch so lange angeschnallt sitzen, bis die Anschlagzeichen aus dem Cockpit ausgeschaltet worden sind und wir hier unsere endgültige Parkposition erreicht haben. Öffnen Sie die Staufächer über Ihrem Sitz bitte vorsichtig, damit keine Gegenstände rausfallen können und überprüfen Sie die Sitztaschen noch einmal nach Wertsachen. Im Namen von Condor und der gesamten heutigen Besatzung möchten wir uns jetzt von Ihnen verabschieden. Wir wünschen Ihnen einen schönen, sonnigen, erholsamen Aufenthalt oder jedenfalls noch eine angenehme Weiterreise. Wir sagen vielen Dank, dass Sie heute unsere Gäste waren. Alles Gute für Sie, einen wunderschönen Urlaub. Tschüss, adios und auf Wiedersehen. Ladies and gentlemen, welcome to Palma de Mallorca Airport. Please remain seated with your seatbelt fastened until the signs above your seats have been switched off. After reaching our parking position, please open the overhead lockers above your seats carefully in order to avoid falling objects. Moreover, please remember to check the seat pockets for any personal items or valuables. On behalf of Condor and the entire crew of this flight, we would like to say goodbye to you now. We wish you a pleasant sunny stay and a nice continued journey. Thank you for flying with Condor today. We hope to welcome again soon on one of our flights. Have a nice holiday. Tschüss, adios, bye-bye. Code, yes, on doors.